Jemand, der sich's vorstellen kann für sich? Wo? Dann kommen Sie mal her, junger Mann, weil ich kann jetzt ganz schlecht hier durch den halben Saal rennen. Sie können sich's vorstellen. Warum? Naja, die Oppositionellen der BRD bieten schon lange keine Perspektiven mehr. Und eine Systemalternative kann auch nicht durch Wahlen, durch die DVU oder die NPD vollzogen werden. Sondern das System muss wirklich tatsächlich scheitern. Und da müssen die Menschen aufwachen und sehen, dass wir seit über 60 Jahren oder seit nahezu 60 Jahren eigentlich nur belogen werden. Ich meine, was haben denn die Demokraten... Aber Sie sind, Entschuldigung, doch maximal 20. Ja, ein bisschen älter. Aber man kann doch die Entwicklung sehen. Wir sind ein sterbendes Volk. Die Demokraten haben doch die ganze Zeit nur das geschafft, was sie wollten. Dass wir heute ein Volk sind von kinderlosen Greisen, oder? Also Entschuldigung, ich bin eine Mutter von drei entzückenden Kindern und ich bin noch keine Greisin und meine Kinder auch nicht. Schauen Sie sich doch die demografischen Entwicklungen doch mal an in Jahre... Ja, aber Moment. Also ich würde jetzt gern trotzdem ganz konkret von Ihnen wissen wollen, warum für Sie dann rechts, in welcher Form auch immer, bis zur Gewalt übrigens? Nein, natürlich nicht. Das nun wieder nicht. Nee. Aber rechts wäre eine Alternative. Warum? Um nochmal auf diese Gewalt zurückzukommen. Also ich verstehe auch diesen Aufruf nicht. Wer sich mal die Zahlen im Internet angeschaut hat, wird sehen, dass 2004 die Gewalttaten von rechts ungefähr 105 waren, laut Polizeistelle Potsdam. Und die allgemeinen Gewalttaten in Land Brandenburg liegen bei 3500. Was genau? Das macht es doch aber nicht besser. Ja. Aber das sind 3%. Jetzt überlegen Sie doch mal, wo die anderen Prozentsätze herkommen. Und vor allem, warum geschieht diese Gewalt? Diese Gewalt ist also nicht unbedingt nur ein Zeichen von Recht, sondern ein Zeichen von einem korrupten und kaputten System. Die Leute haben keine Perspektive, trinken Alkohol. Wie viele Straftaten werden in Alkohol vollzogen? Oh Gott, Sie werden ja regelrecht ein bisschen atemlos. Das ist jetzt eine ganze Menge. Ich würde jetzt gerne jemand darauf reagieren lassen. Herr Janssen hat das Mikro schon am Mund. Sie haben gerade gesagt, dass Deutschland sei ein sterbendes, die Deutschen seien ein sterbendes Volk. Und Sie haben beklagt, dass also demografisch uns sozusagen eine Art Katastrophe bevorsteht. Dann muss ich sagen, müssten Sie doch eigentlich froh sein für jeden Ausländer, der hierher kommt und verhilft, diese demografische Katastrophe aufzuhalten. Ja. Moment, also Sie sind ja nicht der Einzige hier im Raum, es gibt ja schon noch ein paar andere. Sind das ähnliche Erfahrungen, die im Jugendrechtshaus zum Beispiel gemacht werden, dass junge Leute so und ähnlich argumentieren? Sie kennen sich da.